Oh, wir sind schon da. Der Bus parkt schon. Ich würde sagen, wir fahren dann einfach mal los. Das hier ist wahrscheinlich die zweite Folge. Je nachdem, wie TBM Zock das schneidet. Und warum ist da drüben was Rotes? Ach, das ist noch eine Haltestelle, die noch gar nicht dran ist. Warum hat der Bus so eine... Alter, der Bus hat ja echt eine Kack-Handbremse. Ich habe versucht, gerade mit der Leertaste die Handbremse zu betätigen. Das kannst du knicken. Vor allen Dingen frage ich mich auch gerade, wenn ich einen Blinker rausmache. Sehen die Autofahrer das dann und verhalten sich entsprechend, weil es gibt in diesem Spiel keine Ampeln. Das heißt, alle Autofahrer, der da zum Beispiel, ich muss jetzt gleich, genau, ich muss jetzt hier illegalerweise rechts abbiegen. Nee, Moment, links abbiegen, obwohl es da nur Rechtsabbiegerspuren gibt. Jetzt sag mir mal einer, hier muss ich schon wieder abbiegen. Und ich muss ständig illegal abbiegen. Wow, das steuert sich hier aber echt brutal. Und vor allen Dingen diese aufploppenden Gegenstände. Wow, wow, komm, steady. So. Einmal die Leute reinlassen. Die Tastaturbelegung kann man übrigens nicht ändern in den Optionen. Und es gibt drei Grafikeinstellungen. Es gibt niedrig, mittel und hoch. Und ich spiele hier auf hoch. Soll heißen, das sind die maximalen Einstellungen, die möglich sind. Und ich habe hier einfach mal den Blinker draußen gelassen, weil bestraft werden wir eh nicht für den Blinker. Boah, ich habe schon wieder den Bus abgesoffen. Prost, sozusagen. Nein, das darf ich nicht trinken. Ich darf das auch nicht trinken, weil es ein Glas ist, wo... Naja, ihr wisst schon. Gut, fahren wir einfach mal weiter. Übrigens läuft das Spiel in einer sehr niedrigen Auflösung. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und es lässt sich nicht umstellen. Es lässt sich nicht in einer höheren Auflösung als... Ich glaube, das müsste 1280 mal irgendwas sein. Immerhin ist es 16:9. Das kann man ja von... Alter. Komm, Bus. Hallo? Alter. Was ist mit dem Bus los? Jetzt fährt er wieder. Und vor allen Dingen, guckt euch mal diese Routenplanung an. Ach, das ist eine Einbahnstraße, das sehe ich ja jetzt erst. Deswegen darf ich hier fahren. Aber ich wollte gerade schon sagen, was ist denn das bitte für eine Routenplanung? Vor allen Dingen muss ich aktiv auch noch das Steuer in die andere Richtung drehen. So. Weetsch. Ich würde liebend gerne mit der Leertaste die Türen öffnen oder irgend so ein Quatsch. Oder zum Beispiel die Haltestellen ansagen. Irgendwas würde ich gerne machen, aber es gibt einfach absolut nichts, was man bei dem Spiel machen kann. Es ist quasi nur, naja, also sagen wir es mal so. Wenn ich das Spiel nach heutigen Maßstäben bewerten sollte, dann würde ich sagen, es könnte von einem Game-Studenten die Abschlussarbeit sein. Dafür ist es qualitativ sehr hochwertig. Ja, ging nicht anders. Ich musste gerade ein wenig wenden. So, jetzt blinken wir mal auf die Richtung. Wow. Okay. Sanftes Fahren, ja. Alter, komm schon, fahr. Dass ich das Ding auch ständig abwürge. Blinken wir mal in die andere Richtung. Wer denkt sich denn bitte solche Routen aus? Nein, komm schon. Komm schon. Samtes Lenken, ja, ist klar. 18 von 21 Checkpoints. Hier müssen wir jetzt rüber. Machen wir mal den Blinker in die andere Richtung. Boah, Alter, ist das hier also...
Alle ausgestiegen. Komm, hier, weiterfahren. Vrumm, 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 vrumm. Wow, irgendwas stimmt mit dem Rückspiegel nicht, kann das sein? Der zieht so ein bisschen nach. Seht ihr das auch? Das sieht irgendwie komisch aus. Ich mach ihn mal aus. Ja. Jetzt hätte ich fast verpasst, abzubiegen. So, das passt. Zum Glück wird der Bus auch automatisch immer zentriert auf die Haltestellen. Na. Ja, irgendwie sieht das merkwürdig aus mit diesem Rückspiegel. Ich mach den mal aus. Nicht, dass das Spiel irgendwie noch... Obwohl, das muss man sagen, das Spiel ist mir noch nicht einmal gecrashed. Weil man hat das ja sonst auch häufig... Alter, wer denkt sich sowas aus hier mit den Haltestellen? Endhaltestelle, alle aussteigen. Ich habe ein hohes Trinkgeld bekommen. Hossa, wer hätte das gedacht? Scheinbar ging die Route tatsächlich schon ein wenig länger. Das heißt, als nächstes haben wir hier Route 6. Soll ich wirklich alle Routen spielen? Ich meine, das werden dann mehrere Parts hier. Und ich spiele danach noch die Taxi-Simulator aus New York. Also, wir haben ja keine Zeit. Und ich habe auch immer den Schreck, wenn die... Alter. Wo ist eigentlich der Ton hin? Komm, halt an. Warum ist der Ton eigentlich plötzlich so kacke? Hört ihr das? Wir fahren plötzlich einen Elektrobus. Wer hätte es gedacht? Kein Ron mehr. Der biegt doch gleich ab, oder? Alter. Ja, wir fahren jetzt einen Elektrobus. Ja, Übertretung, ich weiß, wir fahren zu schnell. So, Türen auf. Einmal die Zwillinge einsteigen lassen, die sich einfach nur die Haare gefärbt haben. Einmal den Kack-Autofahrer davor lassen, weil der ja sowieso nicht die Verkehrsregeln befolgt. Ich habe mir das mal angeguckt. Die Autofahrer fahren hier echt wie Sau. Und ich weiß auch nicht, warum der Bus plötzlich kein Geräusch mehr macht. Wow. Na, ein Glück müssen wir diesmal hier nicht halten. Aber irgendwie klingt das schon merkwürdig, wenn wir jetzt plötzlich einen Elektrobus fahren, der hin und wieder auch einfach mal gar kein Geräusch macht. Was? Übertretung? Was heißt denn hier Übertretung? Ich hab nichts übertreten. Alter. Komm schon. Fahr. Was ist denn das jetzt? 14 von 15 und der Bus fährt nicht mehr. Na? Steh nicht richtig drin. Geht doch. Ich hoffe, im nächsten Level macht der Bus wieder Geräusche, weil irgendwie klingt das Spiel jetzt merkwürdig. Aber es läuft immerhin mit aktuell 54 FPS. Ich weiß nicht, ob der FPS-Counter automatisch ausgeblendet wurde. Boah, aber echt, ey, das steuert sich hier alles echt kacke. Wow. Da müssen wir längs. Wow, Alter. Ja. Jetzt baue ich hier totalen Scheiß. Weil ich mich sowieso frage, Alter, wer hat diese Routenplanung gemacht? Ja, ist klar.
Ja, ist klar. Fahrt mir ruhig rein, ihr dämlichen Spackos. Kann ja echt nicht angehen. Wenn ich mal nicht auf meiner Bushaltestelle bin, auf meiner Busspur bin, dann fahren die hier echt randalös. Wobei, warum habe ich jetzt 17 von 21? Ach, das sind die Checkpoints. Ich dachte die ganze Zeit, das wären die Haltestellen, die ich habe. Ja, nee, ist klar. Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich da denn an der Bushaltestelle halten? Echt jetzt? Wer hat sich das denn ausgedacht? Och, setzen wir einfach mal eine Bushaltestelle im 90-Grad-Winkel hin. Wird der schon rumkommen? Einfach Powerslide machen. Mhm, ist klar. So sieht's aus. Also echt jetzt. Vor allen Dingen, da oben steht immer, wie viele Checkpoints ich abgefahren habe, aber wo steht, wie viele Haltestellen ich noch fahren muss? Ich dachte, das wären die Anzeigen für die Haltestellen, die ich noch habe. Aber nein, das sind die Checkpoints. So. Alter, ich bin immer am Rätseln, wo es als nächstes längs geht. Ah, da hinten verschwinden und erscheinen die Gebäude. Je nachdem, in welche Richtung man fährt, weil, sagen wir es mal so, das Spiel hier ist für Voodoo-Grafikkarten gemacht oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das Spiel ist aus dem Jahr 2000, was weiß ich? Der fährt mir doch sowieso rein gleich, oder? Sanftes Fahren. So. Ich hoffe, ich habe das bald hinter mir, weil, Folge ist auch bald... Komm schon, Tür. Die Folge ist auch bald zu Ende. Und warum sind die Markierungen jetzt plötzlich seitlich von der Straße? Ich fahre doch weiterhin auf meiner Busspur und die grüne Markierung ist doch auch da hinten. Was soll das? Vor allen Dingen, da hinten ist gerade irgendwas weg... Da ist gerade irgendwas weggeploppt, obwohl es schon da war. Warum verschwinden Objekte denn bitte? Und warum muss ich hier einen U-Turn machen? Ach, doch nicht. Ich muss nur auf diese Strecke hier ausweichen. Na, immerhin. Ja, da hinten erscheinen wieder ein paar Häuser. Aber wie gesagt, das Spiel ist... Also, das ist schon ein bisschen älter. Oh, ich fahre zu schnell. Ich glaube, ich kriege keine Punkte mehr bei diesen Geschwindigkeitsüberschreitungen hier. Das gibt, glaube ich, 0 Sterne, wenn ich so weiterfahre. Das müssen wir dann höchstwahrscheinlich wiederholen. Falls wir... Komm, Türen geht zu. Falls wir irgendeine Mindeststernzahl brauchen. Ja, ich muss hier tatsächlich wieder turnen. Nicht gegen Straßenschild detschen. Sehr gut. Und ein Glück, dass wir hier nicht aussteigen können bei diesem Spiel. Weil ansonsten... Oh, da hinten sind auch wieder Autos. Ja, Übertretung. So langsam habe ich die Kurven ja raus. Oh nein, da hinten sind noch mehr von diesen Kringeln. Wetten, nach diesem Kringel soll ich plötzlich abbiegen? Ja, nach diesem Kringel soll ich plötzlich in die Richtung fahren. Und das da ist, glaube ich, der Central Park. Ich glaube, das hier ist dieselbe Karte wie beim Taxisimulator. Also ich werde ja gleich, wenn ich hier durch bin sozusagen, in ungefähr einer Stunde, dann werde ich noch den... Ja, Überschreitung. Dann werde ich noch den Taxisimulator spielen. Ah, 2 von 3 Sternen, obwohl ich wie ein bescheuerter Idiot gefahren bin. Da würde ich sagen, das war auch noch fast passend. Zukunfts-TBM wird's freuen, denn er darf hier einen Schnitt setzen, um die nächste Folge dann quasi anzuteasen, wo wir Route 7 fahren. Das heißt, nach einer kurzen Ladezeit, denn der komplizierte Level muss jedes Mal wieder geladen werden. Warum auch immer, und hier läuft gerade eine total schnieke Musik, die mich irgendwie an die 80er erinnert. Wir sehen uns dann morgen. Ich sage tschüss. Tschüss.